Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele als Überlebender. Ja, und ich spiele auf Zuschauerwunsch mit den Perks Selbstfürsorge, Apotheke, Ass im Ärmel und botanisches Wissen. Also ein Perkbild, der rund ums Heilen ausgelegt ist. Deshalb direkt Truhe suchen, aufmachen. Oh, wo ist ein Todesbote? Dadurch, dass wir hier die Krähen aufgescheucht haben, weiß er, dass wir hier sind. Wir haben direkt durch Apotheke ein Medikit gefunden. Dank botanisches Wissen und Selbstfürsorge sind wir effizienter. Problem ist, es ist nur ein grünes Medikit. Mist. Und grüne Medikits haben immer nur eine Heilung drin. Genau halt wie die braunen. Da bringen wir, glaube ich, selbst meine Perks nicht so viel. Selbst das Addon, das ist, glaube ich, ein Addon für irgendwas mit Skillchecks beim Heilen. Shit, der hat mich gesehen. So, er wird mich hier oben wahrscheinlich irgendwie verletzen, wenn wir es nicht geschickt hinbekommen. Ja, er wird mich einfach durch die Palette abknallen. Nein. Oh ja, er wird mich einfach so mit der Kette wegziehen. Wie lustig. Soll ich es versuchen? Wird er darüber hochkommen? Ja, wird er. Ja, ich weiß nicht. Dadurch, dass er unten war, konnte ich jetzt nicht von hier oben weg, ne? Mist. Nee. Er will mich abknallen. Und dann hat er mich. Wenn er mich durchs Fenster geschickt ziehen kann. Darauf habe ich keine Lust, lieber Todesbote. Gar keine Lust. Ich versuche hier wegzukommen. Einfach Distanz gewinnen. Ja, er ist wieder nach oben gegangen. Er hat mich irgendwie verloren. Okay, spannend. Todesboot ist immer so eine Sache, vor allem von einem Todesboten wegzulaufen. Weil, wenn man echt Pech hat, ne, ein guter Todesbote, dem kannst du nicht ausweichen, der schießt höchstens mal daneben, zumindest bei diesen ganz schnellen Schüssen. So, das ist dann, weil du kannst halt nicht reagieren, wenn der halt schießt. Anders als bei der Jägerin, ne? Die muss ja den Schuss erst aufladen und so, und der kann halt sofort rausballern. Das ist schon relativ riskant, ne? Gut, wir werden geheilt. Dort hinten wurde irgendjemand geschnappt. Was ist es? Eine Claudette wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Könnte sein. Also wir machen hier erstmal einen weiteren Generator. Der dort oben ist fertig. Killer kommt her. Wir müssen sofort immer laufen, wenn wir Herzschlag hören. Denn Todesbote hat nur einen 24 Meter großen Terrorradius. Und weil der Terrorradius schon nur 24 Meter groß ist, spielen da ganz gerne die Todesboten mit Beobachten und Zuschlagen, verkürzen den auf 16 Meter. Und dann ist der halt, kommt der so nah ran. Aber ich glaube, der hat keinen Beobachten und Zuschlagen mit, weil ich hier leicht einen Terrorradius gehört hatte. Aber das ist dann super riskant. Entsprechend bin ich in solchen Situationen lieber doppelt vorsichtig. Okay, da wird schon gerettet. Schade, bekomme ich nicht die Rettungspunkte, aber dank botanischem Wissen kann ich hier wenigstens schneller mitheilen. So, und zack. Geheilt. Er kommt aber wieder recht nah ran. Okay, wie machen wir das jetzt am schlauesten? Ein Generator, ne? Aber welchen? Ich werde jetzt nicht allzu weit beim Schiff rumlungern, weil ich glaube, dort ist er in der Nähe. Deshalb versuche ich den hier mal zu machen, der relativ weit außerhalb ist. Durch mein, ach siehst du, ich habe gar nichts zum Perkbild gesagt, ne? Quatsch. Ja, eigentlich alle Perks sind darauf ausgelegt, dass ich ein grünes Medikit mit einem Addon finde und vielleicht Glück habe durch Ass im Ärmel bei dem Addon, das ich finde, und vielleicht mich zweimal mit dem Medikit heilen kann. Und das halt dann sehr schnell. Ich hatte jetzt halt kein Glück mit dem Medikit, ne? Ist halt so ein bisschen ein Gamble-Perkbild, ne? Man kann Glück haben und irgendwie einen Addon für mehr Schaden rausholen und durch die Effizienz, die mir Selbstfürsorge und botanisches Wissen gibt, kriegt man dann zwei volle Heilungen raus. In dem Fall, ne, werde ich das aber wahrscheinlich nicht rausbekommen. An sich, ne, wenn man die Perks, oh, kommt jetzt hier mal durch, so betrachtet, haben wir mit Selbstfürsorge irgendwas, wenn wir mal selbst verletzt sind. Mit botanisches Wissen was fürs Team. Ah, der hat mich verloren, okay. Mit Ass im Ärmel immer was, um schön mit einem Item zu kommen, genauso wie hier Apotheke, ne? Das Coole ist vor allem, Ass im Ärmel sorgt nicht nur dafür, dass wir einen Addon finden, nein, es sorgt auch dafür, dass wir Addons auf Items behalten, ne?
Früher war es ja immer so, dass man immer die Addons zu den Items behalten hat. Mittlerweile verliert man ja immer die Addons, egal ob man, ne, man verliert die halt immer. Aber mit Apotheke behält man die Addons. Halt sowas wie weiße Schutzabwehr in Perk-Form. Wenn man entkommt. So, oh Mist, jetzt habe ich mich verbrannt. Er schießt mich nochmal ab. Mein Guter, aber ich meine, damit hast du jetzt eine Kugel verschwendet und dir einen 4-Sekunden-Stun geholt. Ich glaube, effizienter wäre es gewesen, hätte er mich direkt geschlagen und dann hätte er noch die Kugel im Magazin und könnte mich direkt wieder abschießen. Außer er wollte halt mich einfach nur wegjagen und dafür sorgen, dass ich tiefe Wunden habe. Aber dann verstehe ich nicht, warum er mich nicht geschlagen hat. Er spielt mit, das Beste kommt zum Schluss, könnte ich mir gut vorstellen. Deshalb wollte er mich nicht schlagen, damit er seine Zeichen behält. Er wollte mich aber auch verletzen, weil verletzter Überlebende, ne, ihr seht, muss erstmal geheilt werden. Okay, ich verstehe. Er spielt höchstwahrscheinlich mit das Beste kommt zum Schluss. Ansonsten wäre es halt, hätte er mich halt einfach geschlagen, ne? Aber so hat er keine Zeichen für das Beste kommt zum Schluss verloren und kann meinem Team da deutlich mehr Schere reinbereiten. Das heißt für mich, dass ich jetzt eigentlich reinrennen müsste und mich von ihm schlagen lassen müsste, damit er ein paar Zeichen verliert. Aber naja, irgendwie so lebensmüde sind wir ja dann doch nicht, ne? War hier unten nicht ein Generator? Nee, oder? Das sah irgendwie so aus. Aber wer weiß, was ich da in der Ferne gesehen habe. Okay, nee, auf dem Schiff wurde der Gen schon gemacht. Wo ist noch ein Gen? Da wurde schon gerettet. Dort ganz hinten an der Außenmauer ist einer. Der ist natürlich reichlich bescheiden gelegen. Okay, jetzt hat er mir einen gegeben. Warum jetzt auf einmal? Aber gut, ne? Dass er mir einen so gibt, ist halt gut, weil er hätte die Kugel jetzt gesessen. Ne? Dann wäre das schon ganz cool gewesen für ihn. So, okay, wir heilen uns direkt. Ihr seht, schön schnell, ne? Dank der Perks. Aber ich heile mich, ne, weiter als über die Hälfte. Und kann das Medikit entsprechend nicht nochmal benutzen, um mich voll zu heilen. Ich kann es benutzen, um mich ein bisschen anzuheilen. Okay, da kam der Entscheidungsschlag. Aber naja. Okay, hier unten setzen wir uns hier mit Ranzonia. Noch ein Gen, ne? Ich glaube halt, die Gens sind relativ ungünstig für uns gerade. Wir haben hier einen, wir haben dort ganz hinten an der Wand einen. Und den dritten habe ich keine Ahnung, wo der ist. Der ist vielleicht irgendwo anders. Nee, keine Ahnung. Na gut, über den müssen wir nicht nachdenken, wenn wir den hier schaffen. So, dort hinten hat er die Claudette geschnappt. Wenn er die jetzt aufhängt, ja, ich glaube, wenn er die jetzt aufhängt, dann kriegen wir den Gen durch. Nein, er hängt sie nicht auf, weil sie Wage quittet. Claudette. Aber ich glaube, er schafft es trotzdem nicht, aber ich meine, wenn er jetzt hätte er zumindest mehr Distanz gut machen können, um jemanden von uns wegzuschießen. Ah, das Ding ist, klar, manchmal ist man einfach frustriert und gut, ich würde niemals, also ich Wage quitte eigentlich nie. Also auch uneigentlich, ich Wage quitte nie, aber ich kann es noch irgendwo nachvollziehen, wenn man halt irgendwie so richtig schlechte Runden hat, nur getunnelt und gekämpft wird, sonst was, ne? Und halt einfach überhaupt keinen Spaß mehr am Spiel hat und sich dann denkt, okay, bevor ich hier noch komplett meine Einrichtung zerlege, mache ich lieber das Spiel aus. In der Hinsicht kann ich es nachvollziehen, aber man bestraft damit halt mehr das Team als den Killer. So, und war das jetzt ein dummer Fehler, zu dem Tor zu laufen? Könnte sich jetzt dummer Fehler entpuppen. Er hat die jetzt rausgejagt, jetzt wird er wahrscheinlich herkommen. Faltio ist irgendwo erschienen. Zwei, na komm, Tor, geh auf. Ich höre aber keinen Herzschlag. Okay, wir kommen raus. Perfekt. Schönes Ding. So. Überlebt. Jetzt bin ich aber gespannt, ob er wirklich das Beste kommt zum Schluss hatte. Hätte zumindest Sinn ergeben, ne? Aus der Logik heraus, dass er mich halt nicht schlagen möchte. Zumindest in dieser einen Situation. Wir haben den Killer, haben wir den gestunt? Oder zählt das von seinem Gewehr dazu? Wo er sich selber stunt. Er hatte tatsächlich das Beste kommt zum Schluss, ansonsten Pop. Korrupte Intervention und Barbecue. Eigentlich ein solider Perk-Bild, ne? Aber gut. Er hat außerdem schnelle Nachladegeschwindigkeit und erhöht moderat die Drehgeschwindigkeit der Harpune. Ich glaube, dass man Leute schneller ranzieht, oder? Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!